Stein Gargoyle. Ich dachte, Gargoyles fliegen nur. Kenne ich eigentlich auch nur so, dass diese sind ja diese komischen Statuen, die meist auf alten Hochhäusern noch gibt oder manchmal auch in alten Städten die Gargoyles. So, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal eben gucken. Ich habe noch Greifen, genau. Dass wir mal eben hier irgendwo war doch Stein, dass wir auf jeden Fall das Stein bekommen. Hier ist so eine Truhe. Es könnte natürlich sein, dass hier noch was ist von den Gegnern, dass wir jetzt da oben uns zuschließen und so wie unten zuschließen, dass hier keiner mehr dran kommt. Hier ist noch ein Steinmetz. Wir fliegen einfach mal weiter. Man weiß nie. Hier ist noch eine Schmelze. Ah, wie man sieht. Wow, 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 was ist denn hier los? Da habe ich im richtigen Moment noch zugegriffen. So, wenn jetzt hier noch Lenya ist, wäre ich natürlich super erfreut. Denn das Blöde ist, es können ja auch natürlich die Einheiten von allen Seiten jetzt kommen, oder? Ach, hier, guck mal, wie man sieht, ist hier so ein Zwischenweg. Gut, wir schicken Flash-Shooter. Wir nehmen 2 Einheiten mit. Wir nehmen die auch mal eben mit. Oh, jetzt wollt ihr doch nicht ernsthaft das Hauptdorf separieren. Ich brauche doch euch mal eben gerade. Schatten liegt nämlich auch mit. Dass ihr mal eben so macht. So. Den mitnehmen. Handwerker. Handwerker. Sich arbeiten. So, euch mitnehmen. Und dann mal eben hier Flux dahin gehen. Die greifen wieder zurück an diese Macht. Wer ist denn wieder da? Boah. Ist auch hier drin. Hier, Boah ist da drin. Das ist super. Das heißt, die bekommen nämlich noch die Greifen dazu. Mit denen dann sind wir noch 33 Einheiten und die machen mal eben Flatting der Schmelzen. In der Zeit können die doch schon mal eine neue Schmelze anfangen. Und hier ein Steinmetz. Hier noch Ausrüstung. So, dann haben wir jetzt Stein und Eisen und wir können natürlich uns helfen. So. Prima ist das, prima. Wenn ich jetzt hier alles habe. So, jetzt habe ich hier natürlich Eisen. Das kann ich erstmal. Tage. So, machen wir jetzt Stein. 2 Manneken. Zack, habe ich dich. Und hier noch einen drauf. Boah, liebe ich das. Wir sind super weit gekommen. So, warte mal. Um diesen Erfolg nicht zu verlieren, sage ich mal jetzt ehrlich, ich speichere mal. Und zwar auf das Let's Play. Also das letzte Mal Quick Save war vor einer Woche. Wie man sieht, ich habe jetzt am 14. Ja, das Quick Save war ja auch, ich glaube, Audio Save. Audio Save war am 6. Das waren die letzten Aufnahmen bis, ich glaube, bis 80 oder 82, 81. Ist das, also ihr seht, wann ich das aufnehme, das ist natürlich lustig jetzt, aber das wird jetzt Wochen später kommen. Also ich weiß nicht, ob das Anfang Mai, Ende Mai ist, wenn diese Folgen rauskommen, denn ich nehme in einem Stück auf. Und das Gute ist auch daran, dass ich dann also nicht aus dem Thema rauskomme und mir auch nicht verlerne, wie dieses hier funktioniert. So, jetzt kommen irgendwo Einheiten dran. Ja, ich bin froh, dass das hier funktioniert. So, boah, was ist denn für ein Attack denn? Spott. Spott ist eigentlich eins der guten an Attacken. Puh, Schmerz. Wie viel Leben haben die denn? Das
1003. Boah, mit Rüstung dran heißen. Nicht schlecht. So. Jetzt habe ich wieder alle Einheiten verbunden. Hier schicke ich auf jeden Fall den Turm, damit die auch mal gegenseitig sich da umheilen können. Und hier ist eigentlich recht gut. So, jetzt können wir nämlich mehr Arbeiter machen. Wir brauchen mal eben 5 Einheiten auf jeden Fall erstmal. Denn wir brauchen eine Schmiede. Wir brauchen eine Elfenfestung. Und wir brauchen gleich noch mehr Türme. So, damit die schneller stehen, werden auf jeden Fall Arbeiter dahin geschickt. 1, 2, 3, 4, 5. Da machen wir noch mal ein paar. Jetzt wird natürlich der Preis erhöht, denn ich habe nämlich mehr Arbeiter als ich. Also kostet ab 20, über 20 kostet es dann 30, über 40 kostet es 40. Und über 50 Arbeiter kostet es 50. Bis maximal 60 Arbeiter habe ich. Ist auch recht gut, denn manchmal braucht man wirklich so viele. Das hatten wir aber glaube ich beim letzten Mal, wo ich dann rasch viele Arbeiter brauchte. So, 3 Stück, die brauchen wir nicht da, sondern hier. Dann noch 2, 3, komm noch mal hier mit hin. Zack. Und dann haben wir noch 3, die können eigentlich einen zweiten Turm hier hinsetzen. Dann rufe ich mal schräg so ein bisschen rüber mit den Einheiten. So, jetzt sitzen wir ja sozusagen safe hier drinnen. Das ist auch wie gesagt super dran. Natürlich haben wir jetzt alles verloren. Macht aber nichts, denn wir können uns ja jetzt alles wiederholen. Obwohl hier unten sitzt ja auch noch ein bisschen, das hätten wir, können auch noch hier ein paar hinschicken wieder. Müssen wir mal gucken, ob wir den Rest abbauen. Dann versuche ich dann hier oben einen Safe Point zu bauen, wo ich dann von da aus dann hier wieder was abbaue, beziehungsweise abmetzel. Und hier, was ist denn hier noch? Nekromanten. Hier steht glaube ich mal das alte Haus, oder? Ich glaube, wir haben hier, wir haben hier gestartet damals. Ihr wisst ja noch, das erste Let's Play mit Herr Tutorial. Ja, Herr Tutorial, glaube ich, das hieß Herr Tutorial. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jetzt sind wir doch hier lang gegangen. Hier haben wir doch, glaube ich, Schattenlied, oder? Boar getroffen, oder Boar war mit uns mit, ich weiß es nicht mehr, glaube Boar war schon dabei und dann hatten wir hier Schattenlied oder so getroffen. Oder Lay. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr. Muss ich unbedingt nachschauen, dann weiß ich das. Denn sind wir doch hier, hatten wir das erste Heer, hier an dieser Stelle, und sind doch dann hier oben in die Stadt rein. Zum Urvater, der war doch hier oben irgendwo, da. Hier war doch der Urvater, da musste man doch hingehen. Und von da aus sind dann unsere großen Reisen gestartet. Hier war doch auch, ja, hier war doch diese riesen Schlacht, wo dann hier viel abgemetzelt worden sind. Und jetzt sind wir da unten auf der Karte. Das ist so, ich sag mal, das ist ja gar nicht schlecht, dass das so miteinander verbunden worden ist. So, jetzt haben die ganzen Bauern. Jetzt fehlen natürlich Bauern. Hier oben noch. Zack. Bauen wir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Bauernhöfe. Wir müssen auf jeden Fall das rausbekommen. Dann können wir hier unsere Einheiten sammeln und machen dann mal eben hier noch ein davon, bis die Bauernhöfe dann ein bisschen größer sind. Je mehr, desto besser. So, jetzt nehme ich mir mal so einen Greifen. Oder ich nehme mal gleich alle drei, dann sind die ein bisschen besser geschützt. Beziehungsweise ich muss mal noch ins Inventar schalten. Mal gucken, ob ich irgendwie eine neue Rüstung anziehe. 13 ist natürlich schlecht. Hoch 3. Unverkäuflich bis hinten hin. Komm, zack. Habe ich denn noch irgendwo Ton hier hinten? Ah, kann ich auch dahin machen. Ich hätte doch noch einen Gedankensplitter. Dieser Gegenstand kann verkauft werden. Setzen wir auf Seite. Machen wir es nach hinten. Oh, hier gibt es irgendwo Ärger. Irgendwo Ärger. Hat sie erledigt, der Ärger. Oh, was hat das denn getroffen? Okay, der Turm geht meines Wissens platt. Nicht platt. Glück.
Glück, Glück, Glück. So, zwei habe ich doch hier. Die können doch mal eben den Turm hier retten. In der Zeit. Die Zwergenerweiterung. Mit der Zeit. Setzen wir hier noch einen Turm hin. Wir müssen alles schützen. So, wir bleiben mal hier. Wir bleiben mal hier und setzen mal eben diese Einheiten doch noch ein Stück tiefer, damit die nicht so schnell an die Türme kommen. Gut, dass hier nichts hinten ist, dass wir uns angreifen können. Hier läuft auch alles aktiv gut. Das Lenya ist natürlich leider kaputt gegangen. Das ist schade. Ich habe mich eigentlich darum gefreut. Gut, wir können einen der alten. Achso, der ist ja da hinten. Okay. Obwohl, wir haben genug. Haben wir denn genug noch? Ja, wir haben alle noch. Wir haben Grimrot. Grimrot, den haben wir noch. Grimrot hieß er, ne? Ja. Grimrot haben wir noch und die Baumwächter. 8 Stück haben wir noch alle. Das ist gar nicht schlecht, dass wir die noch haben. So. Eben dahin, Jungs. Dann mal eben noch. So. Den können wir nicht machen. Dafür können wir Lenya hier noch aktivieren. Und hier können wir noch einen Steinschutz drum machen. Das ist natürlich sehr wichtig, dann sind sie ein bisschen robuster. So. Mit den Greifen. Wollte ich doch eigentlich mal eben hier so ein bisschen lang fliegen. Also dass wir jetzt an den nächsten Punkt starten und immer noch weiter nach vorne kommen. Mal gucken. Also nee, es werden ja auch hier irgendwo Einheiten jetzt sein, die uns auf dem Weg verfolgen. Okay, hier ist die Barriere. Das heißt, wir können mal eben hier hinfliegen. Auf dem Punkt, das heißt, wir müssen glaube ich diesen Umweg nehmen, der davon gesprochen worden ist. Dass wir ja nicht mal hier durch können, sondern diesen Umweg darüber starten müssen, glaube ich. Meines Wissens, ich weiß es nicht mehr genau, wie das jetzt erfolgt war, das zu machen. Wir können ins Questbuch mal schauen. Erobert die Festung der Shaikan zurück. Befreit die Festung der Shaikan im Nordwesten von der Belagerung des Paktes. Da bin ich ja dabei. Da bin ich ja dabei. So. Du bist geraubt. Du auch noch. So. Jetzt haben wir überflüssig Einheiten hier. So. Da noch einen hin. Jetzt können wir noch ein paar Einheiten nämlich machen. Beziehungsweise die greifen können wir eben noch weiterfliegen. Weil hier ist ja auch noch ein Portal. Sind denn das diese Portale? Oh, hier ist ein Reisestein. Das sind glaube ich nicht die Portale, die wir schon aktiv hatten. Schauen wir mal nach. Oh, guck mal, wie lange. Oh. Tore der Schwerter. Das hatte ich glaube auch bei dem anderen schon. Also beim Nagelberg hatte ich den schon. Tore der Schwerter. Ich glaube, das wird unser nächstes Ziel sein und glaube auch das letzte Ziel. Das heißt, dass das wird das vorletzte oder vorvorletzte. Ich weiß es nicht. Ich habe dieses Spiel nicht mehr im Kopf. Ich wusste nur noch ein paar Details des Spieles, aber auch nicht mehr. So, Männers. Wie sieht's aus? Wir können hier noch einen Turm hinbauen. Türme sind immer gut. Wie gesagt, hatte man auch im letzten Mal schon gesehen. Drachlor, Drachlor, Drachlor. Ist das aktiv? Okay, wir haben noch ein Ziel. Drachlor, also Vorvorletzte auf jeden Fall. Damit können wir retten, Vorvorletzte. Das ist gut. Das heißt, Let's Play ist noch nicht ganz zu Ende. Das Haufen war, wir kommen an den 100 Folgen. An den Let's Plays, aber ich glaube mal schon, mit denen hier werden wir schon nah dran kommen. Oh, wer greift denn uns hier an? Hier ist noch ein Turm, das wissen wir Bescheid. Nochmal eben kurz speichern.